Moin und hallo. Mit den Bildern der hier zahlreich wachsenden Edelkastanie und dem einzigartigen gewachsenen Oberkirch im Hintergrund begrüße ich euch zu einem neuen kleinen Wandervideo. Heute soll es von unserer Ferienwohnung in Oberkirch durch das Bottenauer Tal zum Schloss Stauffenberg gehen, wo wir dann einen kleinen Einkehrschwung vorhaben. Chris hat sich, während ich hier diesen Einspieler mache, schon mal in der Seester Hütte gemütlich gemacht. Und wie ihr seht, der erste Berg ist bereits erklommen, der erste Schweiß fließt. Aber gleich geht's erstmal wieder runter, denn das heißt der Tal der Bottenau. Na, hier seht ihr im Hintergrund von Oberkirch am Berg irgendwo da die Ruine Schauenburg. Und ringsherum herrliches Wein- und Obstanbaugebiet. Ja, die geplante Route sind knapp 17 Kilometer, 500 Höhenmetern. Das kann, wie es die Erfahrung gezeigt hat, hier schon mal fast einen ganzen Tag dauern, weil es einfach zu viel zu gucken gibt. Ja, und wenn ihr mögt, bleibt gerne dran und kommt mit. Bis gleich. Ja, ich weiß nicht, ob man es auf dem Video sieht, deshalb blende ich euch gleich nochmal ein Foto ein. Da ganz hinten erkennt man Straßburg. Also bis jetzt gefällt mir der Weg richtig gut, auch wenn es teilweise mal ein bisschen urbaner zuging, aber das waren angenehme Wohngegenden. Zuletzt ging es hauptsächlich durch die Weinberge. Ja, und hier ist eine Wegkreuzung. Hier gibt es fast alles, was die Gegend zu bieten hat. Hinter mir wieder mal so ein Trinkhiesli. Das ist nicht das erste heute, es wird auch nicht das letzte sein. Dann gibt es die Weinberge. Wenn man keine Lust mehr hat auf Weinberge, dann kann man in den Wald gehen, gibt es auch reichlich von. Und auch Sitzgelegenheiten.
habe schon so einige. Viele mit schöner Aussicht ins Elsass. Wirklich wunderbar. Das macht richtig Spaß hier. Ja, und hier gibt es wieder eine Schutzhütte. Also jede Menge Schutzhütten hier. Und auch diese wieder mal mit einer Schnapsbar. Zwischenziel kommt in Sicht, Schloss Stauffenberg. Jetzt gibt es erstmal die verdiente Pause mit Flammkuchen und Federweißen, der hier oben Neuer Wein heißt. Prost, zum Wohl! So, damit ihr seht, dass wir nicht nur Pause machen. Ich sprach ja von 500 Höhenmetern. Es sind gerade so einige direkt am Block. Aber vielleicht auch die letzten wesentlichen für diesen Urlaub. Aber da vorne wartet das Panorama Hiesli. Und dann gibt es hoffentlich ein kaltes Radler. Drückt die Daumen. Geschafft. Das Panorama-Bänkli. Der Lieblingsplatz. Das Panorama-Hiesli. Und das Sonnenbänkli. Und im Hintergrund thront auf dem Weinberg Schloss Stauffenberg. So, das Besondere hier ist,
dass die keinen Kühlschrank haben, sondern dass die Getränke hier in den Rohren sind. Prost. Ja, wir sind jetzt wieder zurück in der Nähe der Ferienwohnung. Die für uns letzte Wanderung hier im Schwarzwald hat dann auch gleich ihr Ende gefunden. Ich hoffe, es hat euch so gut gefallen wie uns. Und dann sage ich mal, gerne bis zum nächsten Mal. Gerne auch abonnieren. Oder Kommentar schreiben. Da freue ich mich immer. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, wie gesagt, schön, dass ihr dabei wart, uns begleitet habt. Gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.